Land und Leben, das Magazin für Landwirtschaft. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute so nah liegt? Durch die Corona-bedingte Ausnahmesituation ist dieses Jahr Urlaub auf Balkonien eine gute und für manche vielleicht die einzige Alternative, um auszuspannen, um Neues zu entdecken, kreativ zu sein und um sich eine kleine Wohlfühloase einzurichten. Möglich ist viel, sagt Stefan Kircher im Interview mit Ulrike Donner zum Thema Balkonbepflanzung. Er ist Inhaber der Gärtnerei Kircher in Bozen und weiß, worauf es bei der Balkonbepflanzung ankommt. Egal ob Kakteen, Sukkulenten, Geranien, Salat, kleine Zwergobstbäume, Kirschtomaten, Peperoni, Erdbeeren, eine Blütenpracht den ganzen Sommer hindurch oder winterharte Gehölze. Vieles kann auf dem Balkon gepflanzt werden, je nachdem, was man möchte. Etwas für die Seele, etwas Funktionelles, ein Sichtschutz, Urlaubsfeeling mit mediterranem Flair, etwas zum Naschen oder Kräuter für die Küche. Stefan Kircher von der Gärtnerei Kircher in Bozen weiß, worauf es ankommt, wenn man einen Balkon neu bepflanzen möchte. Also wenn man einen Balkon neu bepflanzt oder anlegen will, muss ich einmal darauf achten, wie sieht es von der örtlichen Begebenheit aus, wie ist die Sonne, habe ich Sonne, habe ich Schatten, habe ich Halbschatten, wie sehen meine Gefäße aus, habe ich große Tröge, habe ich kleine Töpfe, habe ich nur Balkonkisten, welche Möglichkeit habe ich mit der Bewässerung. Das sind eigentlich alles so Faktoren, die man sollte man gleich von Anfang an in Betracht ziehen, dass man auch die richtige Auswahl treffen kann. Die richtige Auswahl sollte man auch bei der Pflanzenerde treffen. Ein gutes Substrat ist nämlich die Basis für ein gutes Wachstum der Pflanze. Und das hat seinen Preis. Doch es zahle sich aus, sagt Stefan Kircher. Vielleicht für einjährige Pflanzen kann man eben mit bei uns eben die Südgärtnerräder verwenden. Das ist ein richtiges gutes Pflanzsubstrat. Wenn man jetzt mehrjährige Pflanzen pflanzt, dann sollte man vielleicht ein Containersubstrat benutzen, das eine andere Struktur hat, das weniger zusammensitzt im Laufe der Zeit. Sonst muss man immer Erde wieder auffüllen und das ist ein bisschen mühsam und ist auch nicht sehr ideal für die Pflanzen, oben, immer Erde oben aufzugeben. Auch für Kräuter, Gemüse gibt es dann auch Bioerden oder torffreie Substrate. Wichtig ist auch eine gute Düngung. Es gibt organische oder mineralische Dünger, Biodünger für Gemüse oder flüssige Dünger. Da sollte man schon einen richtigen Dünger für jede Pflanze auswählen. Bei der Neubepflanzung empfiehlt Stefan Kircher einen Langzeitdünger. Der bietet eine gute Basis. Zudem sollte regelmäßig gedüngt werden, damit es den Pflanzen den ganzen Sommer hindurch gut geht. Und auch das Gießen darf man nicht vergessen. Da gibt es verschiedene Systeme, die das regelmäßige Gießen erleichtern. Zum Beispiel automatische Gießsysteme mit Bewässerungscomputer, Tropfschläuche oder auch ein Blumatbewässerungssystem mit Tonkegel, der wie ein Sensor funktioniert. Da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten. Wichtig, was immer wichtig ist bei den Gefäßen, schauen, dass das Wasser gut abrinnen kann, dass das Wasser nicht in den Untersetzern liegen bleibt. Erstens, weil die Pflanzen dann gerne Staunässe haben und das wollen die Pflanzen eigentlich nicht. Zudem haben wir auch noch das Problem mit der Tigermücke im Sommer. Also man kann schauen, dass man kein liegendes Wasser hat. Natürlich das Gefäß immer so groß wie möglich verwenden, dann habe ich auch mehr Puffer und eben auch am Substrat. Wenn ein bisschen Tongehalt drinnen ist, dann habe ich auch mehr Wasserspeicher und Wasserpuffer. Die Balkonbepflanzung hat natürlich ihren Preis. Je nachdem, was man möchte, kann dieser ziemlich variieren. Ganz, ganz unterschiedlich. Ich glaube, da ist für jeden Geldbeutel was dabei, weil es gibt eben einjährige Saisonspflanzen, die kosten knapp 1 Euro. Wenn ich jetzt dann an Geranien oder Petunien oder so pflanzen, denke je nach Größe, da kann ich mir mit 10, 15 Euro schon eine schöne Balkonkiste leisten. Natürlich, wenn ich jetzt auf mediterrane Pflanzen eben gehe oder mehrjährige Pflanzen, da ist der Preis ein bisschen ein anderer. Und da gibt es natürlich auch immer Zwerggehölze, die natürlich auch teurer sind als andere, weil sie viel langsamer wachsen. Dafür habe ich aber auch weniger Probleme, dass die Pflanzen nicht zu groß werden. Das wird auch manchmal unterschätzt. Eine Pflanze, natürlich die schnell wächst, kostet im Verhältnis weniger. Dann meint man, ja, nehme ich die, aber vielleicht nach 2 Jahren ist die schon zu groß in einem Gefäß. Und eine Zwergform hätte dann viel länger Freude gemacht. Aber ich glaube, da kann man wirklich auch mit Gemüse oder mit Kräutern, da kann man wirklich sehr, sehr schöne Gefäße bepflanzen oder Balkone, Terrassen machen, ohne jetzt tief in die Tasche greifen zu müssen. Und noch einen Tipp hat Stefan Kircher, damit das Garteln auf dem Balkon gelingen kann. Ein bisschen Mut und dann auch ein bisschen ausprobieren und nicht gleich immer den Mut zu verlieren und nicht gleich immer die Zuversicht zu verlieren. Es kann natürlich auch mal was schief gehen, aber ich denke, in der Regel lernt man viel zu viel dazu. Und vielleicht wichtig auch einfach die Beratung auch suchen.
beim Fachmann und der kann dann auch die Pflanzen besser zusammenstellen. Und da sollte man schon ein bisschen aufpassen, ein bisschen sich beraten lassen. Sagt Gärtner Stefan Kircher. Und nicht nur der Mensch freut sich über den Wohlgeruch und die leuchtenden Farben auf dem Balkon, auch die Insekten freuen sich darüber. So sind zum Beispiel die Wandelröschen nicht nur ein attraktiver Blickfang für Balkon und Terrasse, ihr intensiver Geruch zieht Schmetterlinge und Bienen an und so unterstützen die Pflanzen auf dem Balkon auch die Artenvielfalt. Fachliche Beratung zum Thema Balkonbepflanzung erhalten Interessierte übrigens in allen Südtiroler Gärtnereibetrieben.